Das ist die Melum, hier die Insel, alte Melum. Ich war früher oft im Urlaub hier in Hormazil, chillig hier am Strand. Da konnte man die so ganz knapp erahnen am Horizont. Und da wollte ich immer hin, aber das ist ein Naturschutzgebiet, da kann man nicht hin. Außerdem ist ja auch die Fahrrinne dazwischen. Ich mach mal hier den rein. Ja, hier die Schiffsfahrrinne ist dazwischen und die ist auf der anderen Seite, da kommt man nicht hin. Aber diese kleine Insel hier ist die Minsener Oog und da habe ich mal von Hormazil aus eine Wattwanderung zur Insel Minsener Oog gemacht mit einem Wattführer. War mein Vater noch dabei, das muss gewesen sein, so ja, Mitte der 70er Jahre. Wattwanderung hier zur Insel Minsener Oog. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Staffel, die ich hier gerade anfange. Und zwar Microsoft Flight Simulator 2020. Und ich hatte ja letztens schon mal einen Livestream gemacht. Es gibt auch schon so ein paar Videos davon, von den Flügen bei mir. Aber jetzt fange ich eine Staffel an, die, ja, nicht jeden zweiten Tag wohl eine Folge bringen wird, wahrscheinlich so ein bis zwei Folgen die Woche, bin ich mir noch nicht ganz sicher, muss ich ein bisschen ausprobieren. Ich hatte ja schon angekündigt im Livestream vor knapp zwei Wochen, dass ich da Flüge machen will, auch dass ich mit der Cessna 208B Grand Caravan da fliegen will. Da muss ich aber erstmal so ein bisschen mich wieder reinarbeiten, habe ich gesagt. Das habe ich jetzt gemacht, ist soweit, hat soweit funktioniert und ich habe jetzt schon mal einen FTW-Flug rausgesucht, hier einen Auftrag. Der geht von Lübeck-Blankenese, heißt der Flughafen hier, wo wir sind, zur nordfriesischen Insel Langeoog. Zur ostfriesische Insel? Ne, nordfriesische Insel, ne? Langeoog. Da soll es hingehen, ungefähr eine Stunde Flugzeit. Wollen wir jetzt nicht alles verquatschen, das wird sowieso nicht zu machen sein in der kurzen Zeit. Ich werde wahrscheinlich unterwegs ein bisschen rausschneiden, weiß ich aber noch nicht genau. Ist auch so ein bisschen jetzt ausfummeln, wie das denn werden soll. Also, ich habe hier den Flug schon gestartet. Der hat allerdings die Meldung gemacht, passt nicht zur Fluglizenz, der Auftrag, irgendwas. Ich hoffe, das geht am Ende, aber Jakas und so, die haben alle gesagt, ich mach das mit dir. Ich habe auch schon alles gemacht, damit wir das nicht nochmal neu machen müssen. Also hier die Beladung. Vier Passagiere haben wir und eine halbe Tonne Fracht auch noch drin. Und auf Langeoog ist die Landebahn 600 Meter und die braucht eine Mindestlandebahn von 580 Meter. Dazu ist die auch noch voll bepackt. Das wird also ganz schön schwierig, fürchte ich fast. Ja, ich habe mir diese Lackierung rausgesucht, die finde ich ganz schick. Steigen wir mal ein, damit es mal auch irgendwann losgehen kann hier. Ja, das ist hier also die Dicke. Können wir nochmal von außen ein bisschen angucken. Ich sage immer die Dicke dazu. Das ist also die Cessna Grand Caravan. Die 208B, das ist eine Turboprop. Die hat nur einen Propeller, obwohl das schon ein ziemlich dickes Ding ist. Ist quasi so unter den Flugzeugen der VW-Bus, wenn man so will. Ja, da können bis zu 14 Passagiere mitfliegen. Also das ist schon nicht nix. Ich habe mal eine schöne Lackierung rausgesucht. Hier unten extra noch Frachtbereiche. Also das ist schon ein Klopper. Für mich ist das schon eine Herausforderung. Ja? Ich spiele ja, wie ich schon gesagt habe, möglichst ohne irgendwelche großartigen Hilfen, abgesehen von den Wegweisern auf den Taxiways. Und damit das recht realitätsnah ist, so weit, wie ich das absolut nicht Pilotin eben realitätsnah machen kann. Natürlich werden bei meinen Vorgehensweisen von echten Piloten bestimmt so manche Fehler entdeckt werden, klar. Aber ich habe Spaß dabei, so funktioniert das. Und ich glaube, so ganz weit weg von der Realität wird es nicht sein. Ja, also rein. Ja, jetzt ist es nämlich, wie kriegt man das Ding in Gang? Die ist schon ein bisschen zickiger, die ist schon ein bisschen anders als die kleine Cessna 172, mit der ich immer fliege. Das ist schon eine ganz andere Hausnummer hier. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das trotzdem auf die Reihe kriegen. Wollen wir das Ding erstmal startklar machen, damit wir erstmal hier alles auf die Reihe kriegen. So, die Feststellbremse ist gezogen. Dann fangen wir erstmal an, indem wir mal hier die Batterie einschalten. Da hören wir auch schon was. Ich mache mal Licht schon mal trotzdem an. Und zwar einfach mal das wichtigste Beacon und Navigationslicht machen wir schon mal an. Und dann die Avionics. So, da haben wir ja dann auch mal schon mal Strom auf unseren Garmin-Geräten. Da fährt das hoch. So. So, Prop-Mischung ganz vor. Also hier die Prop-Einstellung und die
Mischregulierung werden wir mal ganz Vollausschlag geben. Und dem Schub geben wir mal so ein paar Prozentchen schon mal. So. Dann da unten sehen wir auch hier das Treibstoffventil. Das ist schon geöffnet. Ja, das muss reingeschoben sein. Und die Tanks müssen wir beide aufstellen. Sonst haben wir keinen Sprit und dann kriegen wir die Kiste nicht ans Laufen. So, das sind die Fuel Selectors. So, Fuel Boost machen wir an. Wupp. Jetzt ist er an, Fuel Boost. Dann Standby Power können wir, ja, ist nicht so wichtig, machen wir auch an. So, den Starter mal kurz auf an und dann müsste sich da schon was tun, der den jetzt schon mal antreibt. Ich höre was. Ah ja. Gut. Da dreht sich was. Dann kann ich jetzt auch mal die Zündung einschalten. Ignition an. So, und jetzt wollen wir mal sehen hier. Wir haben ja hier die Anzeige von den Drehzahlen. Der sollte jetzt auf Touren kommen und sich auch irgendwann wieder beruhigen. Gibt noch mal ein bisschen mehr Schub rein. Jetzt kommt er so richtig auf Schmackes hier. Nehmen wir noch ein bisschen Schub wieder raus. Ja. Ja, ich habe gutes Wetter eingestellt, dass wir da jetzt nicht so Schwierigkeiten kriegen. Dann kann ich jetzt hier die Zündung wieder rausnehmen. Ich kann den Starter wieder auf Off stellen. Und wir brauchen auch keinen Spritboost mehr. So, QNH einstellen, das lassen wir stehen. Der hat ja hier bei bestem Wetter sowieso Standard 2992. Dann machen wir jetzt auch das Strobolicht schon mal an. Ja, das ist der Blinker. Und dann kann ich ja schon mal den Autopiloten so ein bisschen vorbereiten. Ich möchte ja so ein bisschen mit dem Autopilot starten. Ja, ich habe mir hier so eine Checkliste gemacht, dass ich da nichts vergesse. Den Autopiloten, wir wollten ja mal gucken, dass wir eine ordentliche Flughöhe haben. Das geht falsch rum, so rum. Stellen wir mal die Reiseflughöhe auf 10.000 Fuß ein. Na nun mach, schraub dich hoch. Sieben. Zehntausend. So, dann werden wir den Flight Level Changer aktivieren und sagen ihm, steige auf 10.000 Fuß mit 100 Knoten. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Geschwindigkeit. Da kommen wir ziemlich zügig nach oben. 97, ja, 98, 99, 100 Knoten, Flight Level Change. Und wir stellen auf NAV, weil ich habe hier im Navi schon die Route einprogrammiert. Ja, man könnte jetzt hier bei dem Range mal reingucken. Ja, kann ich hier Panen drin? Ne, kann ich so nicht, ne? Geht aber auch irgendwie. Für Leute, die das gucken möchten, wir haben hier eine ETE, das ist also eine berechnete letzte Flugzeit. Ah, ich gehe mal ein bisschen näher ran, so kann man besser sehen. Die wird hier angezeigt, da sind die Kurse. Und wenn man jetzt gucken möchte, wie die Entfernung ist, hier 113,9 nautische Meile, das wird hier angezeigt. Ne? Für Leute, die gucken will, hier ist die Fluggeschwindigkeit in Knoten zu sehen und hier ist die Höhe zu sehen und die Steigrate eben. Vertical Speed. So, ich denke mal, wir wären dann hier soweit erstmal klar. Steht unsere Maschine, ist alles soweit in Ordnung. Das haben wir gemacht. Licht brauchen wir keins hier anzumachen im Innenraum. Ja. Wir haben Lübeck. Einstellen Boden, einstellen Lübeck Artis. Boden. Boden, Boden, Boden. Welche haben wir? Sind beides die gleichen. Okay. Wir wollen fliegen nach Westen. Ground DMCKF 787879er with India request taxi for takeoff west departure. DMCKF 787879er Rollin UND L10 Bay Runway 25 via taxiway. Ruffin C Den control through mouth 128.705 when bright. Jo, das machen wir so, ne? Rollfreigabe bestätigen.
Gut. Gucken wir mal hier in die Bremse latschen und die Feststellbremse rausnehmen. Dann will er sofort los, ne? Ein bisschen nach oben recken, dass ich ein bisschen was sehen kann. Jetzt will ich mal eine Außensicht machen. Das ist die einzige Hilfe, die ich mir mache, dass er mir den Weg sagt. Alles klar, wie fahren wir? Dann kann ich einfach mal hier so raus, so rum und dann hier auf den Taxiway, ne? Das machen wir so. So, Taxilicht an und auf geht's. Ja, das ist der... Den schalte ich nur auf. Den darf ich jetzt nur nicht vergessen. Erinnert mich gleich mal dran. Das ist der Jakas, ne? Der sagt, du bist schon gestartet. Obwohl du noch gar nicht auf Start geklickt hast. Das wollen wir ja jetzt auch noch nicht. Deswegen mache ich den jetzt erstmal permanent aus, damit der uns nicht die ganze Zeit so in den Ohren bimmelt. So. Ich lasse mal hier die Kante drin, dass ich mich daran erinnert, wieder auszumachen. Weiter geht's. Auf Piste 25. Ach, das ist ja prima. Da haben wir ja schon direkt Start. Da brauchen wir gar nicht groß Kurven fliegen, wenn wir da raus sind. So, jetzt können wir hier unseren Weg fahren. Ja, wie gesagt, also das ist schon ein ganz anderes Gefühl als mit der kleinen Cessna. Ja, und schon sind wir hier auf unserem Rollweg zu unserem Start. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir eine Startfreigabe kriegen. Und dann geht's nach Langeoog. Langeoog ist schön. Ich bin übrigens, ich habe diesen Flieger gekauft, gestern Abend erst, für knapp über 1 Million Euro, die ich mir mühsam habe zusammenfliegen müssen im FTW. Der hat erst 14 Betriebsstunden weg, müsste man auch sehen können hier. Ist also noch ganz frisch, sind nur ein paar Flüge mit geflogen worden. Also fast neu, das Ding. Quasi so, ja, 3, 4, 5 Flüge, je nachdem wie lange, mehr ist das noch nicht. Ist also tipptopp in Schuss, die ganze Karre, weil da muss man tatsächlich auch warten und Jahresüberprüfungen machen und diese Checks machen, also was, wie TÜV, kostet einen Haufen Geld, deswegen ist das nicht ganz egal. Ja, wenn man bedenkt, also im FTW so eine kleine Cessna 172, die kostet so, ja, ungefähr 100.000 Euro und die hier kostet ein guter Zehnfache. Aber ich habe sie mir jetzt gegönnt. Ist, ich habe ja die MPL-Fluglizenz inzwischen schon erkämpft im FTW, aber das ist eine CPL-Klasse. Ich habe noch kein Flugzeug, kann ich nicht fliegen mit MPL. Das sind schon richtige, ja, richtige Airliner quasi und das kann ich nicht. Das würde ich gerne mal lernen. Das muss ich erst mal gucken. Wie geht es denn da weiter? Ne, lass mich doch mal... Nein, nicht so. Ich bin doch so ein bisschen... Ja, hier. Aha, dahin umdrehen und in die Richtung starten. Jo, dann machen wir das so. Auf den Tower. Wir sind jetzt bereit und wir wollen die Startfreigabe haben. Tower DMCKF 787879er, ready at runway 25 west departure. Ja, drei Knoten aus 266. Wir haben absoluten Gegenwind. Und ja, der Luftdruck 29,92. Das ist also genau richtig. Die englische Angabe, wir haben ja das andere. Ja, dann wollen wir mal hin und unsere Startposition annehmen. Ich gucke jetzt mal gerade, ist schon fast eine Viertelstunde Aufnahmezeit hier. Das ist einfach nicht in Halbstundenfolgen zu machen. Ich möchte ja schon den ganzen Flug mit reinbringen. Deswegen werde ich vielleicht von unterwegs ein Stück rausschneiden. Aber da bin ich so ein bisschen drauf angewiesen, für die Leute, die eventuell das Video hier gucken, soll ich dann lieber mehrere Folgen für einen Flug machen oder soll ich längere Folgen machen? Die können dann auch mal leicht mal 90 Minuten, 120 Minuten gehen und den ganzen Flug drauf machen. Oder soll ich das so, wie jetzt ich das hier vorhabe, so zwischendurch so ein bisschen was rausschneiden, dass das dann eben nicht so lange wird. Aber ich denke mal, so eine halbe Stunde Flug wird das dann wohl schon werden. So, ich glaube, hier können wir jetzt, ich will Platz haben, weil das Ding ist rappelvoll gepackt. Ich konnte den Tank gar nicht voll machen, nur 80% Sprit drin, weil sonst wäre die überladen. Ne? 4 Passagiere haben wir hier an Bord und eben eine halbe Tonne noch an Fracht, also über 500 Kilo. Kann ich eigentlich auch darauf verzichten. Ja, wie gesagt, ich habe das Ding gekauft, das Ding stand auf Helgoland. Helgoland hat nur eine Landebahn
von 480 Meter, glaube ich. Und 580 brauche ich mindestens zum Landen. Aber ich musste da ja nicht landen, sondern starten. Mit vollen Klappen, das hat so gerade geklappt. Bin ich dann eben gestern zur Probe einen Auftrag hierher geflogen. Und jetzt fliegen wir, glaube ich, ein kleines Stückchen weiter an der Langeoog. So, jetzt habe ich schön... Ah, stehen wir gerade. Ja, jetzt stehen wir eigentlich gerade. Bremsen. Ich mache nochmal kurz die Feststellbremse rein. Darf ich nur nicht vergessen. Und jetzt ganz wichtig, dass ich den wieder rausnehme hier, ne? Bei Settings. So. Der Flightplan. Da kann ich eigentlich den Start schon machen hier, ja. Startfreigabe haben wir ja. Dann werde ich hier auch unsere Statusbar einblenden und ich mache mir die Live-Map an. So, da kann ich euch das nochmal zeigen, was wir vorhaben. Ich ziehe das jetzt mal groß, das Ding hier. Ja, hier sind wir, Lübeck. Den können wir jetzt wegmachen. Lübeck, Blankensee, wir fliegen jetzt hier über Hennstedt-Ulzburg, nördlich an Hamburg vorbei. Und dann kommen wir hier auf die Nordsee. Und wollen dann landen hier auf Langeoog. Wenn der Wind so bleibt, werden wir wahrscheinlich hier so einen direkten Anflug von hier aus kriegen. So einen halben Queranflug, so, ne? Dass wir hier so landen können. Ja, so ungefähr soll das werden. Ja, können wir fast direkt hier so dann ein bisschen korrigieren. Aber das mache ich mit dem Autopiloten. Ich werde trotzdem mal das Heading so ein bisschen einstellen. Das mache ich dann erstmal wieder kleiner. Dass ich den drüben ein bisschen besser positionieren kann. Da kann ich dann schon mal so einen Blick drauf schmeißen da. So. Das Heading werden wir so ein bisschen einstellen. Mal auf 270, der steht. Aber der steht ja fast richtig, ne? Dann müssen wir hier rein. Wo haben wir den denn? Ach, da unten ist er. Nee, dann müssen wir den so rum. So auf Westen, damit wenn ich auf den Navi auf Heading einstelle, dass ich da nicht erstmal gleich so einen großen Schwenker wieder abfangen muss. Ich glaube, ja, ein Stück noch. So, ist das gut. Na, jetzt steht ja auch auf Kurs, das Heading in etwa. Alles klar. So, Flight Level Changer ist an. Höhe halten, Maya, das machen wir dann auch. Das hat er ja dann auch schon drauf. 10.000 sollte klappen. Gut. Jo, dann sind wir jetzt kurz davor, dass wir los können. Ich setze mal die Klappen auf die erste Stufe schon mal. Und dann kann es eigentlich losgehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Julia Let's Plays und ich bin heute Ihre Pilotin auf dem Flug von Lübeck zur nordfriesischen Insel Langeoog. Herzlich willkommen an Bord der Cessna 208B Grand Caravan, Delta Mike Charlie Kilo Foxtrot. Wir haben bestes Flugwetter und nur mäßigen Wind. Daher erwarten wir einen angenehmen Flug bei guter Sicht und einer Reiseflughöhe von 10.000 Fuß. Unsere Reisezeit wird circa eine Stunde betragen. Ich bitte Sie nun, das Rauchen einzustellen, die Tablettenablage vor den Sitzen senkrecht zu klappen und sich anzuschnallen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug. Ladies and Gentlemen, my name is Julia Let's Plays and today I'm your pilot to the flight from Lübeck to North Frisia Island of Langeoog. Welcome aboard the Cessna 208B Grand Caravan Delta Mike Charlie Kilo Foxtrot. We have the best flying weather and only moderate wind. Therefore, we expect a comfortable flight with good visibility and a cruising altitude of 10,000 feet. Our travel time will be about 1 hour. I would now ask you to stop smoking, fold the tray racks in front of the seat vertically and sit down to buckle up. I wish you a pleasant flight. Ja, dann wollen wir mal Gas reinschieben. Bremse wieder raus. Hab ich schon, alles klar. Stehe auf der Bremse noch. Los. Nee, die Bremse ist nicht raus. So, jetzt. Auf geht's. Ein bisschen sehen. Oh, jetzt hat er gezuckt, ne? Also bei 70, 80. Bei Gegenwind geht die wahrscheinlich schon von alleine gleich jeden Moment hoch. Sonst werde ich so bei 80... Ah, wir sind so schwer, ne? Boah! 90! 95! Jetzt rotiere ich aber ein bisschen. Ah ja. Wow! Das ist was. Ich habe ja schon 110 Knoten, bis sie sich mal erhebt. Ach du liebe Güte. Ja, das war der Wind, der uns jetzt ein bisschen geschubst hat. Haben sie eine von der Seite gekriegt.
Ah, wie gesagt, das ist eine ganz andere Sache. Boah, ist das ein Gewicht, das hätte ich aber nicht gedacht. So. Natürlich. Ich will noch ein bisschen gucken hier. Das 1000 Fuß werde ich jetzt noch so ein bisschen... Ich kann aber schon mal so ein klein bisschen in Richtung den Kurs schwenken. Und mache jetzt mal die Klappe wieder raus. So. Nochmal noch ein bisschen Schub raus. Dass das nicht mehr so blinkt, sonst haben wir irgendwann so einen Motor kaputt. Das ist beim Flugzeug ganz besonders doof. Gut, dann werde ich jetzt den Autopiloten anmachen. Alles klar, und der schwenkt uns jetzt auf den richtigen Kurs ein. Und bringt uns dann hoffentlich auch, so wie ich es eingestellt habe, ja. Nee. Irgendwas geht hier schief. Der Kurs ist richtig, aber die Höhe, ich habe doch auf 10.000 eingestellt. Ah. Light Level Changer war nicht an, alles klar. Ja, und tschüss. Tower DMCKF 787879er Frequency Change. Wir sind jetzt schon bei 168 Knoten. Das ist viel. Ich wollte doch mit 100 Knoten steigen. Warum macht er das nicht? Hat er nicht mehr eingestellt. Flight Level Change. Ne, das ist auf 170. Warum ist der denn auf so hoch? 100 Knoten. Reicht nämlich. Ja, dann kann er auch besser hoch. 106, ja komm, wir machen auf 110. So. Autopiloten habe ich jetzt also gesagt. Oh, wir haben das Taxilicht noch an. Und das Landelicht nicht. Naja, okay. Na? Autopilot, sag ich, sieh zu, dass du die 100 Knoten noch schaffst. Und sieh zu, dass du auf 10.000 Fuß raufkommst. Das wäre ja unsere Reiseflughöhe. Und damit sind wir unterwegs. Ja, die ist für mich schon ein bisschen, ist nicht ganz so einfach, das Ding. Ja. Das Schöne bei dem Flieger ist ja, wenn ich jetzt mal hier manuell nach hinten gucke. Ja. Hier sind also die Passagiere, 4 Stück sind da drin. Die anderen Sitze sind leer. Und da kann man ja auch hier so schön mal gucken, wie würde jetzt ein Passagier, der zum Beispiel hier sitzt, wie würde der das sehen? Bisschen runter. Ja, ungefähr so, ne? Wie wir jetzt auf die Reiseflughöhe hochgehen auf 10.000 Fuß. Schwupp. Ja, jetzt sind wir auf Kurs. Das geht automatisch. Klar, ich fliege natürlich auch mit dem Autopilot. Das mache ich ganz gerne. 110 Knoten hält er schön. 3.300 Fuß Höhe haben wir jetzt. So. Kann man jetzt auch mal hier rauf gucken, wo wir denn da sind. Ja, hier sind wir gestartet. Hier haben wir den Kurs korrigiert. Und hier nähern wir uns jetzt bald Oldesloe. Die Autobahn, die wir hier unter uns sind, ist die A1. Das ist die A1. Da ist Bad Oldesloe. Ja, man kann das auch schön sehen. Wir haben einen ziemlich steilen Steigflug drauf. Und 4000 Fuß erreicht gleich. Ach ja. Neun Prozent der Strecke ist schon weg. Ja, was sagt jetzt unser Garmin hier? Ah ne, da. Also noch 51 Minuten, das kommt ganz gut hin mit der Flugzeit. Der Kurs 265 Grad, so ziemlich nach Westen. Hier ist das leider falsch ausgerichtet, das ist immer nach oben.
Man sieht hier den Nord, weil ich hätte ja ganz gern, dass Norden immer oben ist. Das kann man hier auch einstellen. Ich weiß nur noch nicht wo, wer es weiß. Danke für den Hinweis in den Kommentaren. Und hier sieht man dann eben unsere Flugroute von EDHL nach EDWL. Und wir haben noch 102,8 nautische Meilen vor der Brust und nähern uns jetzt der 5000 Fuß. Das Schöne ist ja, die 208, mit der ich ja jetzt im FTW ja auch fliegen darf, hat schon länger, ab 100 Flugstunden hat man die CPL-Lizenz, ja, die kann bis 25.000 Fuß hochfliegen. Das ist schon ziemlich gut. Ja, also diese Airliner, Interkontinentalflieger, die fliegen so zwischen 30.000, 35.000 Fuß höher. Das ist also über 10 Kilometer Flughöhe. Und da komme ich mit der schon fast ran. Also mit 25.000 Fuß, das ist schon ordentlich. Wie hoch ist denn das? Lass mal eben überlegen hier. 25.000 mal Punkt 3048 wären 7.620, also 7,5 Kilometer hoch. Ja, das ist schon not from bad parents. Ja, Bad Oldesloe haben wir hinter uns. Jetzt ist die A21 unter uns gerade. Kann man die noch sehen, wenn ich jetzt ein bisschen steiler gucke? Das ist die Autobahn A21, die geht quasi von Kiel runter nach Hamburg. Müssten auch dann bald noch die Autobahn A7 kreuzen. Ja, der Start, der war ein bisschen holprig. Gestern mein Testflug ist ein bisschen besser geklappt. Da hat er mit dem Flight Level Changer, der ist nicht rausgegangen. Also wenn ich hier auf Alt klicke, dann hält er die aktuelle Höhe oder so, ne? Und löscht den wieder. Und als ich den dann geklickt habe, hat er die aktuelle Geschwindigkeit genommen. Kam dadurch natürlich nicht hoch. Wäre bald in den roten Bereich gekommen. Das war schon ein bisschen kritisch. Wissen die Passagiere ja nicht. Die haben sich nur gewundert, warum geht's denn jetzt nochmal wieder ein bisschen runter statt rauf. Zum Glück hat man ein bisschen Sicherheitshöhe, dass da nichts passiert ist. Ja, beim nächsten Mal habe ich schon ein bisschen mehr Routine. Da mache ich dann auch das Landelicht an, bevor wir starten. Und starte nicht mit dem Taxilicht, aber das sind so Kleinigkeiten. Davon passiert ja nichts. Falsche Lampe an ist, ja Gott. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich ein bisschen runter. Jo. Hier, das sind übrigens die Lampen für die Innenbeleuchtung, Instrumentenbeleuchtung, wenn man also im Dunkeln unterwegs ist, ja, oder wenn man jetzt nachts, die Karre ist jetzt kalt und beleuchtet, dann muss man die hier erstmal ertasten, dass man sich so ein bisschen Licht anmachen kann, nachdem man die Batterie angemacht hat, ne? Ja. Da habe ich auch schon gestern rumgefummelt dran, aber naja, klappte dann ja. Ja, 10.000 Fuß mit der kleinen 172er zu erreichen, da ist man eine Weile mit beschäftigt. Die hier macht dann rucki zucki. Da sind wir schon bald. Haben jetzt schon 7.500 Fuß fast erreicht. Ja, hier diese Einblendungen finde ich übrigens gar nicht schlecht. Ne? Hier die Airspeed, die Engine, Fuel. Also wir haben schon 6% Spritverbrauch, das ist schon nicht nix, ne? Ja, ich werde ein bisschen abmagern nachher. Ich habe das mal gemacht. Gestern habe ich ein bisschen das Gemisch abgemagert. Das macht man hier mit dem roten Hebel. Und da muss ich aufpassen. Auch die Propellerdrehzahl habe ich ein bisschen runtergedreht. Plötzlich ist die Karre ausgegangen. Zum Glück war ich hoch genug, dass ich die wieder starten konnte. Boah, da kann man aber schon ein bisschen Muffensause kriegen, wenn einem plötzlich das Ding abschmiert. Also wenn plötzlich der Motor einfach abstirbt. So, ja, ich habe den wahrscheinlich verhungern lassen. Zu viel Gemisch rausgenommen. Also das ist kriminell. Kriminell. Oh ja. Wir gehen dann mal noch zusammen, würde ich sagen, auf die 10.000 Fuß rauf und dann schneide ich ein Stück von der reinen Flugstrecke raus, würde ich sagen, dass wir dann wieder dabei sind, wenn wir über der Nordsee allmählich die Inseln in Sicht kommen und ich dann schon wieder ein bisschen runtergesunken bin, muss ich mal gucken, dass ich euch das dann wieder zeige. Da, das können wir ausmachen. So.
vor uns jetzt Hennstedt-Ulzburg. Ja. Und da sieht man auch schon schön die A7. Hennstedt-Ulzburg ist hier. Und dahinter ist die A7. Ja. 9000 Fuß. Wir fliegen jetzt mit 110 Knoten, habe ich ja gesagt. Der Flight Level Changer hält die. Und wenn wir die 10.000 Fuß erreicht haben, dann muss ich natürlich aufpassen, dass ich dann auch so ein bisschen von dem Schub rausnehme, dass wir nicht zu schnell werden, weil das ist auch fatal und tödlich, ne? Das ist ein Lacher. 10.000 Fuß ist, da lacht die sich kaputt. Ich muss unbedingt abmagern, aber ich will damit warten, bis wir die 10.000 Fuß erreicht haben. 73% Sprit, ja, das kostet dann auch eine Menge Sprit. Also da habe ich noch nicht so das Fingerspitzengefühl, wann mager ich ab, wie stelle ich die Propellerdrehzahl und das Gemisch, wann, auf welcher Höhe, wie ein, um da jetzt optimal zu fliegen. Da muss ich noch gucken, dass ich das noch ein bisschen lerne, dass ich da so ein bisschen hinterkomme. So, Hennstedt-Ulzburg ist jetzt unter uns. Angel of Attack ist 3 bis 4 Grad, das ist schon, fängt an ein bisschen ungemütlich zu werden, aber wir sind jetzt gleich oben, ne? Ja, sind fast soweit. Bei größeren, längeren Flügen, die mehrere Stunden gehen, da werde ich natürlich dann auch gerne mal gucken, dass ich deutlich über 20.000 Fuß Flughöhe komme, so richtiges Airliner-Feeling aufkommt, ne? Ja, auch mit Wolken und realem Wetter, aber ich wollte jetzt noch ein bisschen auf Nummer sicher gehen. So, kann man jetzt schon sehen, wir haben jetzt die 9.800 Fuß Höhe. Jetzt wird sie gleich mit dem Steigflug aufhören. Da blinkt auch schon als, ne? Hier blinkt das schon. Wir haben die Reiseflughöhe gleich erreicht. Dann werden wir natürlich schneller. Klar, ne? Bergauf. Wenn man oben ankommt auf der Bergkuppe, muss man vom Gas gehen, sonst wird man schneller. Sieht man auch schon jetzt schön hier in der Geschwindigkeit, dass die jetzt natürlich flotter wird. Und da muss ich dann natürlich selbstständig aufpassen, dass wir nicht zu flott werden. Also die Grand Caravan, die kann auch gerne mal mit 160, 170 Knoten Airspeed fliegen. Das klappt noch ganz gut. Und ja, die Ground Speed, der wird ein bisschen anders sein. Den kann man auch sehen, wenn man jetzt zum Beispiel mal da guckt. Ich drücke mal falsch. Ah, ich bin auf dem falschen Ding hier. Ah. So. Jetzt aber. Ja, hier 156 Knoten Groundspeed haben wir schon und eine Airspeed von 132 Knoten. Ja, also so kann man durchaus auch mal 200 Knoten Groundspeed erreichen. Das ist also schon richtig schnell. 200 Knoten wären ungefähr 370 km/h. Ne? Also das ist schon tüchtig. So, 10.000 Fuß haben wir erreicht. Jetzt müsste wieder eine Ansage kommen. Ladies and Gentlemen, we reached our flight high. Was ist das hier, die... Ah, da sehen wir schon die Elbe da vorne. Elbe bei Glückstadt ungefähr dürfte das sein. Gucken wir mal hier. Ja, ja, bei Glückstadt gehen wir über die Elbe rüber. Ist ja auch interessant. Dann müsste da, wenn wir jetzt gerade ausfliegen, müsste hier Glückstadt sein. Ja, die Elbe, da ist schon die Nordsee. Wir haben jetzt schon ein Viertel der Strecke weg. Ja, ich würde dann mal sagen, ist ja alles schick, läuft alles ganz gut. Was macht die Geschwindigkeit? Die hält sich ganz gut. Da brauche ich nichts rausnehmen. Da fliegen wir mit der Geschwindigkeit weiter. Das sind so knappe 140 Knoten mit einer Ground Speed von 160, ne? Moment mal. Ja, 161 Knoten Ground Speed ist ganz ordentlich. Und dann würde ich sagen, hole ich euch wieder dazu, wenn wir uns dem Ziel allmählich nähern. Ich sage dann mal bis gleich. Tja, so, da wären wir wieder. Gucken wir mal aus dem Fenster. Beziehungsweise mit Außensicht. Wir haben jetzt hier die Elbmündung. Da ist die Elbmündung, die haben wir überflogen. Ne, Bremerhaven. Und das dürfte die Melum sein. Ne, das ist, wie heißt das? Großer Kniesand. Die Melum ist da, ne? Ja, da dürfte die Melum sein. Da sind schon die Inseln, die wir anfliegen wollen. Deswegen müssen wir gucken.
dass wir jetzt mal von der Höhe kommen. Wir haben nur eine Flugzeit von einer Viertelstunde knapp. Also werde ich jetzt erstmal, weil ich nicht weiß, wie kriege ich das mit dem Flight Level Change jetzt hier in Descent rein, gehe ich einfach von NAV auf Heading Flug. Ah, da merken wir also jetzt nicht viel. Der geht jetzt auf Heading, das heißt also jetzt ist hier diese Heading-Krone meine Richtungsgebung. Und so kenne ich das nämlich auch. Ich nehme jetzt schon mal ordentlich was an Schub raus. Wir müssen ja auch mal tiefer kommen. Wir sind auch sehr hoch. Ich habe mir eine Stulle gemacht. Das wäre ich so mitgekriegt. Gehen wir runter auf, ja, 1500 Fuß. 7000. Das ist dann schon so meine Anfluggeschwindigkeit. Bei kleinen Cessna nehme ich schon mal 1000 Fuß, also bei 11. So. 1500 Fuß und dann gehe ich hier mit Vertical Speed runter und zwar sage ich, muss man hier machen, ne? Ruhig mit, boah, ich kann mehr, 600 Fuß pro Minute. Jetzt muss ich allerdings tüchtig auf die Geschwindigkeit achten, dass wir nicht zu schnell werden dabei. Also die meiste Zeit jetzt geflogen, so mit 140 Knoten Airspeed. Ich glaube, ich kann noch ein bisschen mehr kommen, auf 800 gehen. 800 Fuß pro Minute. Ja, komm, machen wir 1000. Das schafft die bequem. Ich muss nur ein bisschen Schub rausnehmen, dass wir nicht zu schnell werden. Das sieht man hier bei der Skala. Da ist ja hier grün. Hier ist weiß. Das heißt, der Bereich, da kann man auch mit Klappen fliegen. Und hier kommt der rot gestreifte, ne? Der rot-weiß gestreifte. Und der wird gefährlich. Weil da reinkommen, überlasten wir die Maschine. Wenn wir im rot-weiß-Bereich gestreiften Bereich kommt, fliegt uns die Kiste um die Ohren. Das ist der Grund, warum ich jetzt echt aufpassen muss. Wir fallen ja tüchtig runter, dass wir jetzt nicht zu schnell werden. Ich nehme noch ein bisschen vom Schub raus. Könnte man, glaube ich, auch. Nee, da, hier, da, da sehen. Ne, dass ich den hier immer so ein bisschen bewege. Aber gut. So, da kommt schon die Insel. Wir sind schon fast da. Wenn wir da jetzt drüber hinaus sausen. Ist also die dritte der Inseln, ist unser Langeoog. Er kommt Wangeoog, Spiekeroog, Langeoog. Ist doch so, ne? Weiß das jetzt auch nicht so ganz genau. Ja, ja. Nachguck. Wangeoog, Spiekeroog, Langeoog. Die haben auch alle so einen Flughafen und Flugplatz. So, was haben wir jetzt? 8600 Fuß. Ja, wir sind jetzt hier quasi so im Bereich. Ist das nicht Jadebusen? Ah, der ist ein bisschen weiter unten, ne? Der Jadebusen, der ist, wenn es hier rausguckt, da, das ist er. Das ist der sogenannte Jadebusen hier bei Wilhelmshaven. Wilhelmshaven ist hier. Von da aus gibt es auch Schiffsfahrten nach Helgoland. Das ist die Melum, hier die Insel, alte Melum. Ich war früher oft im Urlaub hier in Hooremaasiel, chillig hier am Strand. Da konnte man die so ganz knapp erahnen am Horizont. Und da wollte ich immer hin, aber das ist ein Naturschutzgebiet, da kann man nicht hin. Außerdem ist ja auch die Fahrrinne dazwischen. Ich mach mal hier den rein. Ja, hier die Schiffsfahrrinne ist dazwischen und die ist auf der anderen Seite, da kommt man nicht hin. Aber diese kleine Insel hier ist die Minsenaoog und da habe ich mal von Hooremaasiel aus eine Wattwanderung zur Insel Minsenaoog gemacht mit einem Wattführer. War mein Vater noch dabei, das muss gewesen sein, so ja, Mitte der 70er Jahre. Wattwanderung hier. Zur Insel Minsenaoog. Ja, da sind wir jetzt. Und da müssen wir hin. So. Schöner Blick auf die alte Melum. Vogelschutzgebietinsel darf man nicht betreten, so viel ich weiß. Und mein Käffchen hier, ich hatte die Stewardess, hat mir einen Kaffee gebracht. Ist doch nett. Ich sag, wieso gibt es eigentlich keinen Tomatensaft? Da sagt ihr, dafür sind wir nicht hoch genug. Der schmeckt nicht. Gut, okay. Ne? Die wissen das ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob der Kurs stimmt. Wir könnten nämlich jetzt vom Kurs abweichen, weil wir ja nicht mehr per NAV fliegen, sondern per Heading. HDG-Heading. Das ist hier diese kleine blaue Krone. Hier mit dem Heading verstellen kann ich die einstellen und das ist dann Kursgeber. Ne? Kommt aber ganz gut hin. Flughöhe reduziert sich auch ordentlich. 160 Knoten Airspeed und was haben wir? 175 Knoten Groundspeed, das ist ordentlich flott. Ich werde jetzt auch ein ganz kleines bisschen die Drehzahl rausnehmen und noch ein bisschen Schub rausnehmen. So.
Alvinsener Oak ist gewachsen schon, ne? Die war viel kleiner früher. Da war auch nichts weiter, da ist kein Touristik drauf gewesen, da war nur so ein Turm und so eine Beobachterhütte, so ein kleines Gebäude, war drauf sonst eigentlich weiter nichts. Ne? Hier ist, glaube ich, der Strand von Schillig und Horomasil ist hier der Bereich. Da sind wir dann, weiß ich gar nicht, sind wir da gelaufen? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir hier so entlang gelaufen wären. Vielleicht sind wir auch von Schillig aus gestartet. Auf jeden Fall kann man hier rüberlaufen, sich hier eine Viertelstunde aufhalten und wieder zurück, bevor die Flut wieder einsetzt. Aber das sollte man nicht alleine machen. Das sind schon ein paar Kilometer, also ist gefährlich alleine, ne? Weil das unberechenbar ist, wie die Flut aufläuft. Aber mit Wattführer, die kennen sich aus, die wissen genau, zu welchem Zeit man loslaufen muss, weil es sind auch Pile hier, die sich füllen und so. Aber es ist größer geworden. Ja, ne? Minsener Oak, Wange Oak, Spicker Oak und unser Lange Oak, wo wir hinwollen. Dann haben wir ja 160 Knoten fast, ja, bei dem Runterfallen, was wir machen. 6 Minuten nur noch, wir sind fast da. Ich bin viel zu hoch. Ich gebe noch mal ein bisschen von dem Schmackes raus. Vielleicht einfach noch ein bisschen langsamer. Das ist die Hälfte der Flughöhe, haben wir schon abgebaut. Es ist eine schöne Gegend übrigens hier für Urlaub. Wenn man hier diese Küste entlang geht, man sieht auch richtig den Deich hier. Da gibt es dann Harlinger Siel und Karoliensiel und so. Das sind hier diese Siele, ne? Auch so Ortschaften mit kleinen Hafen, sehr malerisch, sehr touristisch. Also schön für einen Urlaub an der Nordsee, die frische Nordseeluft. Und dann kann man in den Hafen, da kann man in den Touristen-Näpplädchen reingehen und Fischbrötchen essen. Also es ist schön, es ist alles ganz urig da. Schöne Gegend. Wangerland heißt das, ne? Wangerland. So, was haben wir jetzt? Immer noch über 4000 Fuß. Ich hätte ein bisschen früher sinken sollen. Aber ich glaube, das wird schon. Das kriegen wir schon. Gucken wir mal, ob wir die Kollegen schon kriegen. Was haben wir denn für eine Kennung da? EDWL, ne? Wange Oak. Lange Oak. EDWL. Die wollen wir. Einstellen, Verkehr. Ach, muss ich selbst auswählen. Wir haben ja Gegenwind, der wird ja immer noch sein. Dann nehmen wir die 23. Die geht ungefähr so. Dann kann ich ein bisschen ausweichen. Nehmen wir die. Ah, ja. Endanflug ist das noch nicht. Abflug, quer, gegen, quer, durchstarten. Nee. Können wir noch ein bisschen mit warten. 3,2, oh ja, 150 Knötges noch. Ja, Wange Oak. Dann werde ich jetzt den Kurs ein bisschen verändern und zwar vergrößern, damit wir den richtigen Bogen kriegen, um einen guten Anflug zu haben. Lass uns doch mal hier. Ja. So, ne? Auch ein bisschen mehr noch. So. Weil wir fliegen ja dann hier so. Schön ruhig, die Nordsee. Ach ja, das ist ja so ein langer, wie heißt das hier? Das ist kein Pier. Das ist so ein, ja, so eine Steinwand mit so, mit diesen Bunsen, mit diesen Sträuchern, mit diesem Reisigzeug. Und ich weiß, eine Fähre, man kann ja ohne Probleme mit einer Fähre hier rübersetzen. Zu Spicker Oak oder auch zu Lange Oak. Und die fährt die ganze Zeit hier entlang. Und wenn die hier vorbei ist, dann ist sie schon fast da, ne? Ja, jetzt überfliegen wir Spicker Oak. Da war ich auch schon mal. Ich habe die alle schon mal besucht, mehr oder weniger. So, was haben wir jetzt? Ja, jetzt haben wir doch die
2500 Fuß erreicht. Jetzt wird es auch deutlich langsamer, das ist auch gut so. Man sieht hier bei der Geschwindigkeit, wir kommen auch schon gleich in den Bereich, wo ich schon eine Klappe setzen könnte. Ja. Was haben wir denn noch? Mal eben gucken hier. Ich habe schon wieder verkehrt gemacht, der Bild war anders umgeschaltet. Hier muss ich hin und jetzt können wir gucken. 8,3 nautische Meilen noch. Das ist nichts. Ja. 4 Minuten Flugzeit heißt es. Mal gucken, dass wir da heile runterkommen. Oh je. Ich nehme noch ein bisschen Schub raus und werde jetzt mal die Klappe reinhauen. Habe ich jetzt nicht gemacht, ne? Dann machen wir erstmal hier den Autopilot aus und die Klappe. So. Ein bisschen mehr Sicht brauche ich da schon. So. Das ist soweit in Ordnung. Dann werde ich jetzt den Endanflug ankündigen auf die 23. Echo Delta, Lima Traffic, DMC KF 787879er is on final runway 23 to land. Es ist sehr langsam, ein bisschen mehr Flotte können wir kriegen, ein bisschen Gas reinhauen. Riesenstrand, ne? Also es ist ja ganz schön, da Urlaub zu machen auf den Inseln. Einige sind, glaube ich, wo man dann mal nicht Auto fahren darf. Ich weiß aber nicht, auf welcher das jetzt war. Weil so ganz klein, also nur zu Fuß, das ist schon eine Ansage, das ist schon was. Also da ist teilweise mit dem Auto gut. Ich weiß aber nicht, auf welche man jetzt mit dem Auto fahren darf, auf welcher nicht. Das kann ich nicht so genau sagen. Nee, noch nicht so reindrehen. So, ich sehe schon die Landebahn. Seht ihr die auch? Hier ist der Flugplatz. Hier, da wollen wir drauf. Aber wir sind schon ein bisschen höher gekommen wieder. Fahrwerk rausfahren brauchen wir nicht. Das ist immer draußen hier bei unserem Flieger. So, jetzt haben wir auf 1700 Fuß sind wir wieder hochgekommen. Da werde ich jetzt mal gucken, dass wir noch ein bisschen Höhe abbauen. Muss nur aufpassen, da wir schon eine Klappe draußen haben, jetzt, dass ich nicht zu schnell werde. Nicht so deutlich über 100 Knoten. Ja, dafür ist ja der weiße Balken hier bei dem Bereich für die Geschwindigkeit. Wenn wir da rauskommen, dann ist das nicht gut mit Klappen zu fliegen. Allerdings gilt das für komplett gesetzte Klappen, ne? Denke ich mal. Aber Safety first. Was habe ich so ein bisschen Problem? Wer kennt sich aus? Hier, das müsste doch eigentlich, ich habe das in Erinnerung, dass das schon schärfer zu sehen war. Jetzt ist das nur so ein grauer Fleck. Und ich bin auch schon fast auf dem Boden, bis dann so die 3 Meter vor mir wieder scharf werden. Alles andere ist noch in... Das muss man da einstellen können. Habe ich das mal verstellt oder ist das mit dem Update gekommen? Das ist echt übel. Das haben wir immer noch 1300 Fuß. Immer noch mehr Schmackes raus. Ich muss aber noch ein bisschen runterkommen hier. So, jetzt können wir mal eindrehen. Eigentlich ein bisschen spät, macht aber nichts. Können wir nachkorrigieren. 110 Knoten haben wir drauf. Ja, ich muss jetzt mal sehen, dass ich unter 1000 Fuß komme. Da sind wir jetzt auch. 116 Knoten, jetzt wird's haarig. So. 700 Fuß, ja, wir sind nur ein bisschen flott. Ich setze mal noch die nächsten Klappen jetzt, aber erstmal Geschwindigkeit raus. So, jetzt haben wir volle Klappen gesetzt. Ja, ja, das stimmt ziemlich gut. Da war auch Wasser, dann kann der da auch ziemlich genau sagen. Ja, mal gucken, dass wir jetzt nicht zu weit runterkommen mit der Geschwindigkeit. 360 Fuß Höhe, das finde ich ganz okay. Na, ist immer noch... Die Landebahn ist immer noch verschwommen. Und das finde ich wirklich traurig, was da los ist. Das war, ich meine, das war früher mal besser. Oh, jetzt sind wir sehr langsam.
Ist ein bisschen, ich muss auch langsam reinkommen, weil wir haben ordentlich Gewicht an Bord. Das ist ja ziemlich vollgeladen. Ich weiß auch nicht, warum ich das am Anfang gleich so schwer mache. Und bei realem Wetter hat man hier auch tüchtig was zu tun mit Seitenwind oft, ne? Also, aber das dürfte jetzt ganz gut funktionieren. So, jetzt gehe ich aber nochmal weiter runter von der Geschwindigkeit. Wenn wir gleich eine Stall-Meldung kriegen, ist das gar nicht schlimm. Kurz vorm Aufsetzen. Wenn die kurz vorm Aufsetzen erst kommt. Boah, ich bin zu schnell, oder? Ah, das ist schon haarig und die ist kurz. Wow, ich bounce. Nicht gut. Aber geht. Bremsen, 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 bremsen. Lenken. Klappen raus. Oh, das war sehr holprig. Aber man sagt ja, wenn ich selbst aussteigen kann und zu Fuß vom Flugzeug weg kann, dann war das eine gute Landung. Ah, die ist sehr kurz. Ich bin auch nervös geworden, weil hier ist schon Schluss, ne? Hier ist schon Feierabend. So. Jetzt möchte ich gerne wissen, wo muss ich denn eigentlich hin? Ist hier was zu sehen? Hier ist auch kein Funk. Hier ist niemand, ne? Das wäre doch hier nicht. Hier auf den Inseln, da landen da oft welche. Ach, da steht ein Flugzeug. Guck, da stellen wir uns einfach dabei, ne? Drehe ich erstmal um hier. So. Landelicht habe ich gar nicht angemacht. Dann machen wir jetzt wenigstens das Taxilicht an. Geklatscht hat keiner. Dafür war die Landung zu schlecht. So, drehe ich mal hier auf der Wiese das Ding um. So. Herzlich willkommen auf Langeoog. Das heißt, mein nächster FDW-Flug geht von hier. Das ist ja das. Ich kann jetzt nicht von woanders aus fliegen, weil das Maschinchen steht nun mal hier auf der Insel. Dann muss ich auch von hier aus wieder fliegen. So. Ist denn hier irgendwo... Sagt ihr mir noch was hier? Start, rollen, verlassen. Verlassen der Rollbahn ankündigen. Habe ich ja schon. Hat Piste verlassen, ja. Nee. Ich muss selber gucken, wo ich parke. Na, wir haben kaum Wind. Das ist doch wunderbar. Das ist aber selten hier auf den Inseln, glaube ich. Nicht zu schnell werden. Ich glaube, mit 15 Knoten soll man rollen, ne? Hier. Auf dem Taxiways. Da steht doch ein. Das ist doch bestimmt für mich da, ne? Ja, sicher. Na klar, da sind sie doch schon, meine Kollegen. Warum steht die Karre hier? Gucken, ob wir jetzt ordentlich rumkommen. Guck mal, das ist auch eine Turboprop. Was ist das denn für eine? Ist das so eine daher oder so? Nee, hier ist... Moment mal eben. Ist das gar nicht mein Parkplatz hier? Doch. Doch, das ist meiner. Den hatte ich auch hier, glaube ich, ausgewählt. Ich park jetzt hier. Fertig ist der Lack. So, ein Stück noch. Ja. So. Gas raus. Lampen aus. Und dann kann das Ding hier verhungern. Ich habe auch das Gemisch alles rausgenommen. So. Dann machen wir die Avionics aus. Ja. Und sind wir angekommen. Der ist wichtig, den müssen wir ziehen. Normalerweise steigt der Microsoft Flugsimulator schon aus. Was habe ich vergessen? Immer noch nicht. Sagt ihr, ich wäre nicht gelandet? War ich so schlecht? Das glaube ich nicht. Ich höre da was. Landet doch niemand, ne? Ja, herzlich willkommen auf Langeoog. Ich mach mal eben hier auch das Bildchen rein. So. Da sind wir sauber runtergekommen. Ne? Ich hatte also hier die Route verlassen, um dann hier so sauber runterzukommen. Es war holprig und das bei wenig Wind. Also da muss ich noch ein bisschen üben. Das ist schon, fällt mir schon ein bisschen schwerer als mit der kleinen 172er. Aber ich möchte auch demnächst mal MPL-Maschinen lernen.
Da tut mir das ganz gut, wenn ich ein bisschen übe. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen, hier mitzufliegen. Die nächste Reise geht möglicherweise von hier ab oder ich fliege erst noch was anderes. Mal gucken, ob ich was Schönes finde. Es muss ja auch nicht immer mit dem FTW diese Aufträge sammeln. Wir können ja auch so mal ein bisschen rumfliegen. Sightseeing machen, Berlin angucken, was auch immer. Und schreibt mir Kommentare, danach entscheide ich dann auch so ein bisschen, wie so die nächsten Folgen sein werden. Und wie schon angekündigt, ja, da wird nicht jeden zweiten Tag eine kommen. Vielleicht kommen die auch ganz unregelmäßig. Schauen wir mal. Ja, dann sage ich mal, freue mich drauf, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, bye bye und tschüssi.